Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörspielfreunde, liebe Kassettenkinder und liebe Science-Fiction-Fans. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein Hörspiel mitgebracht, auf das ich selbst schon ziemlich lange warte, und zwar, um genau zu sein, seit dem 21.05. diesen Jahres, weil da haben die Becky und ich euch nämlich die letzten vier Hörspiele dieser Reihe vorgestellt. Und jetzt fast, ach was fast, über ein Vierteljahr später geht es für mich weiter. Dabei ist das Hörspiel oder eins der Hörspiele, die ich hier liegen habe, es sind insgesamt 8 Stück, bereits am 30. Juli in den deutschen Handel gekommen. Was heißt, in den deutschen Handel ist es ja ein deutsches Hörspiel. Also ja, seit dem 30. Juli ist dieses Hörspiel auf CD und digital im Handel. Ich habe es allerdings erst heute bekommen, und zwar vom Regisseur höchstpersönlich, von Simeon Chosimalis. Und an dieser Stelle einen herzlichen Dank nochmal für die Zusendung dieses Megapakets hier. Jan Tenner, der neue Superheld, geht in die nächste Runde. Und ja, ich nehme an, ihr habt das ein oder andere dieser 8 Hörspiele bereits gehört. Ich noch nicht. Das heißt, ich habe jetzt noch das ganze Paket vor mir. Freue mich auch schon wie Bolle. Denn wir erinnern uns ja, im letzten Hörspiel, das war gleich ein Mehrteiler, also eine Story, die aufeinander aufgebaut hat. Da gab es einen Spoiler auf das, was kommen wird, weil das nächste Hörspiel heißt Zweisteins Flucht. Und ja, das habe ich hier zusammen mit Mutation des Bösen, Jagd nach der Unsterblichkeit, Zweisteins Vermächtnis, der geheimnisvolle Fremde, Zweisteins Erben, die Macht der Medusa und Rückkehr ins Reich der Azarus. Geil. Unterwasserabenteuer, ja. Also, ich freue mich schon. Also, ich habe hier die Episoden, welche sind es denn? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Und die werde ich jetzt natürlich nach und nach für euch anhören und euch sagen, was ich davon halte. Und den Anfang macht natürlich hier das Hörspiel, auf das ich schon so lange warte, nämlich Zweisteins Flucht. Jetzt müssen wir erstmal wissen, ob das hier auch wieder zusammenhängende Geschichten sind oder nicht. Weiß ich jetzt noch nicht, ich habe es ja noch nicht gehört, aber das holen wir jetzt mal direkt nach. Also bis gleich, ich muss jetzt erstmal hören. Ja, liebe Leute, ich hab's gehört. Ich habe mir Folge 13, Zweisteins Flucht, angehört von Jan Tenner, der neue Superheld. Was soll ich sagen? Also, ja, wir reden einfach mal über das Hörspiel und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also, zunächst einmal, wir waren ja auf dem Punkt, beziehungsweise Folge 12 endete ja damit, dass das Jan-Tenner-Team auf dem Weg ins Hochsicherheitsgefängnis ist, um ihren alten Widersacher, ihren Erzfeind, den wahnsinnigen Professor Zweistein, der da inhaftiert ist seit ewig. Ja, also seit ewig vegetiert er in diesem Hochsicherheitsgefängnis dahin, ist wohl mittlerweile geläutert oder auch nicht. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Übrigens, ich versuche Spoiler in diesem Review weitestgehend zu vermeiden, aber so ganz 100% wird das nicht klappen. Wir versuchen es aber einfach mal. So, jedenfalls Professor Zweistein sitzt in diesem Hochsicherheitsgefängnis, ist mehr oder weniger geläutert, aber wir haben ja einen neuen Superschurken. Wir erinnern uns, Dr. Benjamin Brain, das Hirn. Der wahrscheinlich bekloppteste Bösewicht, den das Jan-Tenner-Universum jemals gesehen hat. Oder? Ich überlege gerade, nee, ist der bekloppteste. Ja, und Dr. Benjamin Brain ist mit seiner Assistentin auf einer kleinen einsamen Insel und hat einen mörderisch, diabolisch hinterhältigen Plan geschmiedet. Er möchte Professor Zweistein aus dem Gefängnis holen und sein Gehirn mit dem seinigen verschmelzen, so dass er quasi ein
enormer, genialer Superbösewicht wird mit dem Verstand von Professor Zweistein und auch dem Verständnis für dessen Seelen, die er ja, wie wir wissen, Professor Futura geklaut hat. Aber das ist ja vollkommen irrelevant, auf jeden Fall. Ja, das ist also der Plan. Ja. Und wie will er das machen? Mit dieser, Achtung, hier, ja, hier gibt's diese Maschine, die ist vorne auf dem Cover drauf, diese Maschine, da wird Zweistein reingeschnallt und von einem Affen, einem Affen, der Affe soll diese Operation vornehmen, also, Dr. Benjamin Brain hat ja diese Tierwesen, er kann ja die Tiere kontrollieren, ja, und, ja, deswegen hat er auch einen Gorilla abgerichtet, der Gehirn-Operation vornimmt. Ja, warum nicht? Warum nicht, ne? Den Affen zum Chirurgen machen. Naja, jedenfalls diese Geschichte. Ja, Zweistein ist, ja, es ist nicht der Zweistein, den wir kennen. Und es ist auch vom Sprecher her nicht der Zweistein, den wir kennen. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jedenfalls Professor Zweistein wird von Dr. Benjamin Brain aus dem Gefängnis entführt. Also Flucht ist nicht ganz korrekt. Er flieht nicht, sondern er wird entführt aus dem Gefängnis, um einem diabolischen Plan zufolge vernichtet zu werden. Ja, weil diese Operation würde aus Professor Zweistein einen, ja, würde ihn kaputt machen. So. Weiter will ich auf die Geschichte jetzt auch nicht eingehen, also auf die Handlung. Kommen wir einfach mal zum Hörspiel selber. Das ist natürlich super gemacht, wie die anderen Hörspiele davor auch. Tolle Musik, tolle Sprecher, tolle Soundeffekte, auch das Storytelling ist gut, aber die Handlung selber, ich fand die sehr, sehr verrückt. Selbst für Jan Tenner-Verhältnisse ist die Handlung ziemlich verrückt. Dafür haben wir ein tolles Setting. Also Dr. Brain wohnt auf so einer Insel da, und auch mit den Tieren. Das hat so ein bisschen was von Dr. Moreau. Das hat schon was, aber naja, gut. Es hat sich auf jeden Fall nach einer tollen Jan Tenner-Folge angefühlt und die Folge ist in sich geschlossen. Das heißt, es gibt am Schluss zwar einen kleinen Cliffhanger, aber man kann diese Folge auch gut alleine für sich hören. Ja, wir kriegen am Anfang nochmal kurz erzählt, was in den vorigen Folgen passiert ist und am Schluss, wie gesagt, gibt es einen kleinen Cliffhanger, aber alles in allem ist die Folge in sich geschlossen, deswegen auch dieses Video, also zu einer Hörspielfolge. Ja, Professor Zweistein wird gesprochen von Detlef Bierstedt. Das ist die deutsche Synchronstimme unter anderem von George Clooney gewesen und den kennt man auch aus Offenbarung 23, ist ein großartiger Sprecher, wobei als ich gelesen habe Detlef Bierstedt, dachte ich, naja, der passt nicht so ganz auf Zweistein, aber doch, muss ich sagen, er passt ganz gut auf Zweistein, weil er spielt ja oder er spricht ja einen gealterten Zweistein, um genau zu sein, einen 100 Jahre alten Zweistein. Und der Detlef Bierstedt, der macht das ganz solide. Also der spricht den relativ schön alt. Man kauft ihm das halt ab. So, damit ist er übrigens der, Moment, ich muss mal gucken, 1, 2, 3, 4, der fünfte Sprecher, der Professor Zweistein seine Stimme lieh. Der erste, der Originale, war natürlich Klaus Miedl, Klaus Miedl, großartige Stimme, das ist auch der Zweistein, mit dem ich aufgewachsen bin und der Urzweistein, in dem sich alle Sprecher messen müssen. Der wurde dann für eine einzige Folge, weil Klaus Miedl gestorben ist, durch Eberhard Prüter ersetzt. Muss ich leider sagen, diese Folge, ich weiß nicht, die habe ich auch gehört, das war Mimo der Rächer, aber das ist ewig her und ich weiß es nicht mehr. So, dann hatten wir in der neuen Dimension den Hans-Werner Bussinger, der ist mittlerweile auch tot, genau wie Eberhard Prüter und Klaus Miedl. Und ja, der hat mir auch gar nicht so gefallen. Dann hatten wir aber noch den Zweistein aus der Paralleldimension, der in dieser Reihe hier, also der neue Superheld, bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist. Der wurde gesprochen von Helmut Gauss. Und ja, das ist der Zweistein, den ich jetzt eigentlich auch erwartet habe zu hören, weil es ist ja ne, der Zweistein, der überall in allen Dimensionen. Aber nee, ist jetzt Detlef Bierstedt. Gut, sei es drum, mir gefällt's ganz
Gut, so, neu mit an Bord ist außerdem ein Papagei, weil Zweistein hat nämlich einen Papagei und der wird gesprochen von, ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, ich finde ihn gerade nicht, ohne meine Brille sowieso, Simon Kretschmer. Ja, was? Simon Kretschmer? Nee, Lorax. Ja, der Papagei. Lorax. Ja, wie soll ein Papagei sonst heißen, wenn nicht Lorax? Dieser Papagei ist auch, ja, er hat, also der Papagei kann sämtliche Stimmen imitieren. Also durch diesen Papagei, der irgendwie zu Zweistein gekommen ist, hat Zweistein die Möglichkeit, mit seinen Feinden oder Verbündeten quasi Zwiegespräche zu führen. Und der Papagei spricht nicht nur in der Stimme, sondern er scheint auch das zu denken oder so zu antworten, wie die Stimmen, die er imitiert, sprechen, was sie sagen würden. Ist also ein Hightech-Papagei sozusagen. Und hier jetzt auch, ich habe wirklich gedacht, ich will, ja, das, jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Ich habe gedacht, dass dieser Papagei, der ja mehr oder weniger wirklich diesen weit entwickelten Geist hat, dass der von Dr. Benjamin Brain kommt. Ja, dass der ihm den geschickt hat, damit er den. Ja, aber wo die aufeinandertreffen, hat es den Anschein, als wäre das gar nicht so. Also hier haben wir auf jeden Fall noch ein Geheimnis zu klären. Vielleicht ist dieser Papagei auch der rote Faden, der sich durch die weiteren Geschichten hindurchzieht. Ich weiß es nicht. Schön wäre es auf jeden Fall. So, was mir bei diesem Hörspiel auch noch aufgefallen ist, und das ist etwas, was es früher nicht gab oder nur selten gab. Früher war es ja so, dass wir dem Hauptteam gefolgt sind, also Jan Tenner, Laura, Professor Futura und General Forbit. Jetzt sind es ja ein paar mehr, sind es ja auch noch Laura und Tanja, jetzt sind es ja Tanja noch und Jan Tenner Junior. Und dieses Mal liegt das Hauptaugenmerk aber auf den Bösewichten. Das heißt, ein großer Teil der Handlung spielt sich bei den Bösen ab. Wir haben mit dem Jan-Tenner-Team also quasi kaum etwas zu tun. Die kommen erst ja am Anfang kurz, dann mittendrin nochmal ein bisschen und am Schluss kommen sie halt dazu und retten die Welt oder Westland. Auf jeden Fall, das Jan-Tenner-Team ist hier mehr oder weniger. Spielt hier nur die zweite Geige. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn es der Auftakt einer größeren Geschichte sein sollte. Klar, dann sei es drum. Ja, und Dr. Benjamin Brain als Bösewicht. Ich hatte es ja schon gesagt. Ja, auf jeden Fall ein cooles Hörspiel, das Lust auf mehr macht. Ich hatte ja nach Folge 12 gedacht, befürchtet, jetzt ist Schluss, ja, und nee, Gott sei Dank nicht. Und es gibt ja, es gibt einen ganzen Haufen neuer Hörspiele, mittlerweile 8 Stück. Ich bin mal gespannt, ich denke, das geht auch noch weiter, ich hoffe es jedenfalls. Also so abgedreht und verrückt dieses Hörspiel auch ist, es hat extrem viel Spaß gemacht, es zu hören. Ja, auch wenn das am Schluss mit den Atomraketen und üblich, ne, das Übliche, aber naja, schönes Hörspiel, hat mir gut gefallen. Ich freue mich schon auf das nächste und das stelle ich euch dann im nächsten Video vor. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Heiliges Kanonenrohr, war das geil. Ja. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Speyer. Und das Hörspiel, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr unten in der Infobox auf den Link klicken. Dann seid ihr direkt auf der Seite, wo ihr das Hörspiel direkt beim Hersteller bestellen könnt. Bei Was ist es? Ich kann es nicht lesen. Es steht alles unten in der Infobox. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Ja. Ich habe es aber auch schon oft genug gesagt. Ja, Simeon Chrosimanis. Und geschrieben von Kevin Hayes. Steht auch alles unten. Genau wie die Sprecher. Alles super. Bis zum nächsten Mal. Ich schwafel schon wieder.